Hallihallo, Freunde! Nach langer Zeit geht es endlich mal wieder weiter mit Paper Mario! Jawohl! Und wir sind immer noch im Kampf gegen Junior Trooper, weil wir haben ja im letzten Part Lava Lava Island, wenn ich mich recht erinnere, komplett abgeschlossen. Und ja, er ist uns die ganze Zeit gefolgt. Und jetzt will er ordentlich Dresche von uns. Die kann er natürlich haben. Und ich kann mich noch an damals erinnern. Und zwar, wo ich immer Sternsturm eingesetzt habe bei dem. Ja, und wegen der großen Pause, oder wegen der einmonatlichen Pause, kann man schon eher sagen. Ich hatte in letzter Zeit leider nicht so viel Lust zu Let's Playen, das war eigentlich der Hauptgrund. Aber ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, jetzt muss es endlich mal wieder weitergehen, jetzt habe ich Lust. Und ja, es wird jetzt auch voraussichtlich wieder jeden Tag ein Part kommen. Und ja, das ist doch mal wieder was Geiles. Hey, was zur... darauf war ich nicht vorbereitet. Ist das überhaupt gesetzlich erlaubt? Ja, natürlich. Siehst du doch. Und wir haben eben gerade 7 Schaden gemacht, alleine nur, weil wir den diesen Sternstaub, was weiß ich, oder Sternschnuppenangriff gemacht haben. Tja, das ist doch mal richtig geil, oder? So, dem Guten geht's jetzt gar nicht mehr wirklich so gut. Und wir werden jetzt mal Power Downs einsetzen. Der Gute hat's verdient. Bam! Und bam! Aber ja, wir haben ja immer noch diesen Eisorden an, den werde ich gleich mal ausmachen. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Oh, der hat nur noch 5 Leben. Das ist doch mal was ganz Schönes. Watt wird ihn leider nicht töten können, weil wir ja mit Watt leider nur 4 Schaden machen. Aber das Gute ist ja, er hat ja so viel Rüstung. Ich glaube, 2 Rüstung hat er ja. Und naja, gut. Mit Watt geht man ja durch Rüstung durch. Deshalb habe ich jetzt erstmal Watt genommen. Und wir werden jetzt erstmal den Himmelskuss sehen. Unsere neue Sternenfähigkeit. Und falls ihr richtig hingeguckt habt, ja, wir regenerieren dadurch ganze 20 KP. Das ist doch mal übel, oder? Mit einem Kuss. Naja, okay, wir haben jetzt zwar unsere ganze Sternen-Power verballert, aber was soll's. Wir haben ihn geowned, ohne überhaupt irgendwie ein KP zu verlieren. Perfekt. Und das gibt erstmal schön 22 Sternpunkte. Tja, Junior Trooper wurde nach einem Monat endlich besiegt. Weißt du was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ich habe Flügel. Wenn ich einfach zur Insel geflogen wäre, hätte ich nicht meine ganzen KP verschwendet. Dann hätte ich Mario im Handumdrehen besiegt. Ich bin so blöd. Oh Mann, ey. Wie kann man nur wirklich so doof sein, wenn man einen Flügel hat? Warum schwimmt man dann? Naja, ist auch egal. Sollten wir ihn überlassen. Ist ja auch seine Sache jetzt gewesen. Aber wir hätten ihn sonst trotzdem geowned, nicht wahr? Wir kennen uns ja schließlich sehr gut. So. Wir sind wieder zurück in Top Town mit diesen super schönen Lags hier. Oh Mann, ey. Los, mach mal, leg mal Zahn zu. Das ist ja nur an der Stelle. Seht ihr? Haha. So, was ich jetzt für diesen Part überlegt hatte zu machen, ist erstmal überhaupt diesen Junior Trooper zu töten. Das haben wir gemacht. Und ja, die nächste Welt ist ja sind ja die Blumenfelder. Aber bevor wir da hingehen, würde ich sagen, gehen wir noch einmal kurz in die Katakomben. Denn dort erwarten uns 2, wenn ich mich richtig erinnere, 2 Partner-Upgrades. Weil wir ja an einer Stelle einmal den Hammer hier benutzen können. Das ist mir jetzt gerade so spontan nochmal eingefallen. Es gab ja eine Stelle, wo wir den Hammer hier brauchten. Und wo wir nicht weitergekommen sind, nicht wahr? So, da gehen wir jetzt nochmal hin zurück und holen uns erstmal da ein Power-Upgrade. Und ich glaube, da an der Stelle, wo wir Sushi brauchten, um wieder rüber zu schwimmen, gab es auch nochmal eine Stelle, wo wir so ein Upgrade für unseren Begleiter bekommen. Ja, und das habe ich jetzt eigentlich erstmal vor, überhaupt das einzusammeln. So, das ist nämlich ganz wichtig. Oh, scheiße. Oh, oh, ich will nicht kämpfen. Da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Oh mein Gott, was soll denn der Scheiß? Die Mucke habe ich auch erstmal übelst vermisst. Oh ja, das ist endlich mal wieder schön zu zocken. So, der Gumpa ist down und ja, die Gumpas sind so lasch, die geben uns noch nicht mal ein Cup, nicht mal ein EP. Das ist ja auch mal was Übles. Bam! Und bam!
Ja, was ich immer noch doof finde, ist, dass wir immer nur 3 Schaden machen und nicht 7. Ach nee, ich setze ja immer den Sprung ein. Wir haben ja den Hammer. Scheiße. Ja, ja. Gut, dann müssen wir eben den Hammer einsetzen. Alles klar. So. Nee, Schläfchen will ich nicht. Aber ist auch egal. So. Bin ich jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal nach. Hier haben wir wieder so ein Viech. Jawohl, wir sind richtig. Sehr schön. Geil. Und ich hatte mich richtig erinnert, hier haben wir noch ein Power-Upgrade. Und zwar für einen Begleiter. Aber wen nehmen wir? Sushi und Bombette haben wir schon auf abgegradet. Was kriegt denn Gumbario? Multikopfnuss. Dies verursacht üble Kopfschmerzen. Ja, ich glaube, das ist Power-Doubts. Also zweimal Power-Doubts ist schon was Geiles. Aber wir haben da eben das Problem, dass Gumbario nicht so oft auf Gegner draufspringen kann jetzt in nächster Zeit. Weil fast alle Gegner so ziemlich Stacheln auf ihren Köpfen haben. Also Gumbario ist da nicht mehr so der optimale Partner. Feuerpanzer war, glaube ich, auch nicht sehr toll. Genauso wie Valkyrie. Fächerlady, das ist natürlich was Geiles. Oder was? Ja, ich würde sagen, wir nehmen erstmal Bu, dann nehmen wir was und danach gucken wir dann mal. So. Jetzt upgraden wir erstmal Bu. Und dadurch ist Bu... Ja, macht Bu jetzt, glaube ich, 6 Schaden mit normalen Angriffen. Aber wie ihr wisst, sie macht ja immer pro einen Schlag immer nur 1 Schaden. Und von daher, wenn wir gegen einen Gegner kämpfen, der irgendwie nur 1 Abwehr hat, ja, dann ist Bu eigentlich nutzlos. Aber ich glaube, da ist, hilft uns eher diese Fächer-Lady-Angriff aus. Weil der geht dann, glaube ich, irgendwie durch Abwehr durch oder was weiß ich, wie das war. Oder macht doppelten Schaden und keine Ahnung. Werden wir dann sehen. So, wo gehen wir? Ja, stimmt. Hier gehen wir jetzt rein und jawohl, wir sind richtig. Hier können wir jetzt nämlich mit Sushi rüber schwimmen. Aber bevor wir das tun, werden wir jetzt erstmal hier längs gehen. So. Ah ja, hier waren ja auch schon, stimmt. So. Dann wieder hier längs. Und ich glaube, hier war auch eins, ja? Und ja, ich hatte recht. Hier können wir nochmal einen weiteren Begleiter upgraden. Das ist doch schon mal sehr schön. Hallo? Hä? Hier konnte man noch irgendwelche Blöcke freischalten oder so. Ja, ja. Okay, gut. Der war ganz an der Wand. Das wusste ich nicht. Scheiße. Gut, dann einer in der Mitte. Uppala. Nicht daneben springen. Und einmal hier rüberschieben und so. Alles klar. Dann können wir jetzt rüberspringen und können jetzt sowieso schon gleich Watt aufstufen. Das bedeutet, falls es ein Fehler war, Bu aufzubessern, dann sollte uns das jetzt eigentlich so ziemlich am Po vorbeigehen. So, soll ich damit schneller? Jawohl. Es geht los. Weil Watt ist wirklich später sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Watt kann alle Gegner angreifen. Ja, egal ob sie irgendwie fliegen oder Abwehr haben oder sonst was. Die Angriffe können auch Gegner an der Decke treffen und ja, geht eben durch Abwehr durch und das ist einfach nur most epic. So, außerdem macht jetzt standardmäßig 5 Schaden. Okay, dann holen wir Sushi raus, denn wir wollen jetzt eine kleine Überfahrt machen. Und zwar einmal hier rüber. So. Blopper! Was zur Hölle? Scheiße, jetzt konnte man ja gar nicht mehr den Begleiter wechseln. Ich wollte jetzt nämlich zu Bu wechseln, beziehungsweise zum Gumbario, weil wir wollen ja den erstmal scannen. Genau. So, dann machen wir das auch mal. Das ist ein super Blopper. Wow, der ist ja riesig. Sicher der größte Blopper aller Zeiten. Max KP 70, Angriffskraft 5, Verteidigung 0. Und ja, er hat recht, das ist der stärkste Blopper überhaupt im Spiel. Glaube mir, seine Größe entspricht seiner Kraft. Wenn er zornig wird, läuft er rot an und seine Kraft steigt. Manchmal bringt er auch Blopper-Babys hervor. Sei gewappnet, Mario. Jetzt geht's um die Wurst. Jawohl. Okay. Oh, oh, jetzt wird er auch angreifen. Schauen wir mal. Und 5 Schaden, wie er sagte. Oh, oh. Scheiße. Naja, aber irgendwie packen wir das schon. Würde ich mal sagen, wir wechseln erstmal zu Bu. Und versuch mal Fächer-Lady. Greift ein Gegner mit dem Fächer an. Alles klar. So schnell wie möglich nach links. Alles klar. 100%. 2, 4, 6, 8, 10. 10 Schaden. Alter, das ist ja übel, Mann. Das ist ja richtig übel. Alter Schwede, ey.
Buh haut er richtig rein. Tja, gut, ja, das finde ich schon mal sehr amüsant. Oh, die Blopper-Babys, die muss ich, glaube ich, auch noch mal scannen, oder? Scheiße. Ja, wie machen wir das jetzt? Ohrfeige, reicht das aus? Ich weiß es nicht. Oder machen wir Fächerlicht? Ich weiß es nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Vielleicht mache ich erstmal den, um erstmal ein Blopper-Baby zu entfernen. Bam! Reicht das? Nee, reicht nicht. Scheiße. Gut, dann machen wir erstmal eine normale Ohrfeige. So, 100%. Du, der ist auf jeden Fall schon mal weg. So. So. Der gibt auch gar keine KP, das ist das Problem. Oh, oh. Alter, das ist ja übel. Das ist ja übel. Der macht 2 Schaden und heilt sich da deshalb wieder um 2. Und jetzt wird's noch übler, denn jetzt läuft das Vieh rot an. Oh, oh. Gut, dann würde ich sagen, Powerhüpfer, machen wir schön Schaden. Und werden uns dann mit Buu verstecken, weil das macht bestimmt richtig übel Schaden. Das kann ich mir vorstellen. Also mindestens doppelt so viel. Unsichtbarkeit, jawohl, das brauchen wir jetzt. Und... ja, so, jetzt kann er mal seinen Angriff loswerden. So, der wird auffällen. Oh, scheiße, Mann. So, der Große kommt zum Zug. Oh, oh. Und bam! Tja, also er hat sich wirklich aufgeladen und das gilt nur für einen Angriff. Also bin ich froh, dass wir Buu draußen haben. Ah, Buu ist schon wirklich ein richtig geiler Partner. Wirklich sehr hammergeil. So, Gumbario, denn ich will den einen jetzt scannen, damit man da nicht mehr irgendwie was um die Ohren hat. So, es geht wieder los. Jawohl. Boah, ich liebe es, auf diese Leertaste zu hauen. Das geht immer so schnell. Oh, oh. Ja, 5 Schaden. Okay, geht durch. Hm, das könnte wirklich knapp werden. Bisher haben wir ja noch nicht so viel Schaden an ihm gemacht. So, jetzt scannen den Scheiß-Typ wieder, den Blopper, das Blopper-Baby. Das ist ein Blopper-Baby. Der Super-Blopper spuckt sie aus und sie kommen, um dich auszusaugen. Maske 6, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Wir müssen sie schnell schlagen, damit sie uns nicht zu viel Energie absaugen. Obwohl sie wirklich niedlich sind. Hm, ja, genau. Aber auch wie doll niedlich ein Gegner auch sein mag, er ist immer noch böse. So, wir haben auch gute Auffrischer dabei. Das freut mich sehr. Gut, ja, ausschalten. Machen wir das oder machen wir es nicht? Ich würde sagen, nö. Wir machen Powerhüpfer. Das ist produktiver. Bam. Und 5, 6. Und 7. Und 8. Und 9. Haha, 9 Schaden. Das ist auch schon wirklich übel. So. Und der saugt uns jetzt wieder aus. Na toll. So. Gut. Aber nur 2 Schaden. Deshalb lasse ich den leben, weil ich weiß nicht, ob der jetzt... Ah ja, er läuft wieder rot an. Das ist nicht so gut. Ah nee. Er hat einfach nur einen weiteren beschworen. Das ist ja ganz cool. So, was machen wir denn jetzt mal? Ja, wechseln wir zum Partner. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich bin irgendwie ratlos. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal einen Pilz zu uns, weil der Gegner scheint ja doch schon eine harte Nuss zu sein und da müssen wir uns dann doch ab und zu mal heilen. Wir haben ja schon für Junior Trooper da unsere ganze Star Power rausgehauen und deshalb, ja, haben wir jetzt ein paar Probleme. Aber egal. Gut. 2 Schaden wieder, mehr nicht. Oh, 4 Schaden. Scheiße, ich habe nicht zu schnell gedrückt. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit gelassen. Das darf nicht sein. Jetzt geht's los. Jawohl. Gut. Oh, oh. Und jetzt kommt wieder der Dicke zum Zug. Ah, nee, er läuft jetzt wieder rot an, oder? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Gut, dann müssen wir wieder einen Powerhüpfer machen. Lässt sich nicht ändern. Und bam. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Sehr schön. So, jetzt müssen wir wieder Unsichtbarkeit machen. Und wir haben gleich keine BP mehr, fällt mir auf. Scheiße. Oh, oh, da müssen wir uns echt ranhalten jetzt. Der Gegner ist wirklich hart. Aber er ist ja nicht umsonst der stärkste Blopper überhaupt im ganzen Spiel. Das darf man nicht vergessen. Nicht wahr? So, jetzt wird er wieder seinen Ultra-Angriff machen und schon wieder failen. Tja, tut mir ja leid. Ich glaube, das macht irgendwie 20 Schaden. Das habe ich irgendwie so noch in Erinnerung. Das war irgendwie ganz übel. Ganz, ganz übel war das. Ja, machen wir Erfrischung. Oder nehmen wir einfach mal so eine Super Soda zu uns. Oder einen sauren Tonic. Nee. Oder
oder Ahornsirup, keine Ahnung. Super Soda und Scheiße. Ja, eigentlich will ich das ja nicht. Ich will ja erstmal so ein Viech hier töten. Ah ja, wir machen ja auch 6 Schaden mit dem Sprung, stimmt. Gut, dann sind wir den erstmal los, weil den kann er dann auch wieder neu beschwören. Und dadurch geht dann eine Runde für ihn drauf, wisst ihr? Weil wenn er dann einen beschwört, dann greift er ja nicht mehr an. Und das ist das Gute. Wobei die kleinen Viecher dann doch schon relativ ätzend sind. Oh, oh. Und bam, wenn er denn einen beschwört. Aber so macht er ja auch nur 3 Schaden und von daher ist das nicht so übel. So, jetzt nehmen wir erstmal einen Ahornsirup zu uns, damit wir mit Boo wieder die Fächer-Lady einsetzen können. Oh, Fächer-Lady, Alter, 10 Schaden, zieht euch das mal rein, ey. Das ist richtig übel. So, es kostet zwar 5 Dingens, 5 BP, aber was soll's. Lach nur dreckig und 100%. Bam, bam, bam. Oh, ist das geil, Freunde. Oh Mann, ey. Das haut so übelst auf die Socken. 100. Komm, 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 komm. Jawohl. Weil 2 KP, das ist, dabei sollten wir es lieber lassen. Und seht ihr, jetzt holt er nämlich sein eines anderes Baby. Und das war's. So, wie viel KP hat er denn? Ah, oh, noch genug, ey. Oh, das ist nicht so gut. Erfrischung, reicht das? Jawohl. Komm, machen wir eine Erfrischung. Mit Boo machen wir wieder Fächer-Lady. Dann sind sie wieder 10 oder ja, 10 KP weg. Weg vom Fenster. Ich weiß nicht, was ich gerade mir überlege. Mir fehlt irgendwie ein Orden. Irgendwie ein ganz bestimmter. Und zwar, dass man, wenn man den Partner wechselt, dass man dann den trotzdem nochmal mit dem nächsten Partner, den man dann gewechselt hat, dass man mit dem trotzdem angreifen kann. So ein Orden, ich hoffe, so einen gibt es. Dass wir den auch bald bekommen. Das wäre eigentlich ganz, nützlich. Alter, der Kampf dauert ja jetzt schon irgendwie 5 Minuten oder so. Der Part wird auch wieder richtig lange. Aber naja, okay. Nach so einer langen Pause darf das auch mal wieder sein. Oh Mann, jetzt kommt der andere nochmal zum Zug. Oh, oh. Alter, ich hau hier die ganze Leertaste die ganze Zeit drauf. Ey, die arme Leertaste. Kriegt übelst einen mit. So, der läuft wieder rot an. Und wenn wir cool sind, nein, sind wir aber nicht, weil wir können nur einmal einen Power-Up haben. Moment. Wie viel kostet Unsichtbarkeit? 2. Okay, dann können wir also einen Power-Down machen. Oder? Jawohl, können wir machen. Ja, können wir machen. Gut. So, bam. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9. Und 10. Weiter geht's nicht. Nach 10 ist, glaube ich, Schluss. So, wir machen ja, glaube ich, auch immer 6 Schaden. Ja, oder gehe ich auf Nummer sicher? Ich weiß es nicht. Hat der Abwehr oder hat der keine Abwehr? Ich weiß es gerade, ehrlich gesagt, gar nicht. Weil sonst würde ich... Freunde, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich werde es trotzdem tun. Oh, oh. 100%! Und... Jawohl! Jawohl! Das wäre sonst unser Tod gewesen. Oh Mann, ey. Alter, der gibt ja EP. Auch so viel wie Junior Trooper. Okay, jetzt können wir ganz gechillt eigentlich an die Sache rangehen. Denn die werden uns ganz sicherlich nicht mehr töten. Tja, Freunde, damit hätten wir den stärksten aller Bloppers besiegt. Ist das nicht geil? Ja, da haben wir wieder mal Skill bewiesen. Alter, und jetzt ist das Spiel stehen geblieben. Das finde ich nicht so toll. Aber auch egal. Wir haben gewonnen. Bäh. Und der ist auch schon mal weg. Und Boom wird den Rest machen. Und damit wäre der Kampf entschieden. Tja, legt euch nicht mit uns an. Legt euch nicht mit uns an. Ihr seht, was dabei rauskommt. So. Das Schöne ist, das hat auch natürlich den ganzen Hintergrund. Es gibt richtig schön Zaster an Sternpunkten. Wir haben 93. So, und sagt tschüss. So, damit halten wir einen Schalter freigeschaltet. Womit wir eine Röhre nach Lava Lava Island hinbekommen haben. Geilomatico. So, ich würde sagen, upala, nicht unsichtbar machen. Wir ruhen uns erstmal aus. Das ist erstmal das Erste, was wir tun. Weil wir sind ja hier kurz vorm Verrecken. So, und wenn wir das gemacht haben, würde ich sagen, ist das auch schon leider das Ende dieses Partes. Aber das Gute ist auch an dieser Stelle auch, das kostet kein Geld, das Übernachten hier. So. Und wir gehen dann auch schon mal ein bisschen weiter in den Katakomben und gucken mal, was sich da sonst noch so befindet. Und ob wir weiterkommen oder was es da noch so gibt. Keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht mehr so ganz so gut aus. So, abgespeichert hätten wir auch. Freunde, damit geht es natürlich auch
die ganze Zeit erstmal weiter. Also jeden Tag wird dann wahrscheinlich wieder ganz normal ein weiterer Part rauskommen. Und an der Stelle verabschiede ich mich erstmal und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.